Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist es endlich mal wieder Zeit für mein Aufgebraucht-Video. Und ja, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, kam letzten Monat kein Aufgebraucht-Video von mir. Ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Dieses Mal heißt es dann eben Aufgebraucht im Oktober und November. Und es ist wirklich ein ganzer Haufen. Ich zeige euch mal kurz die Tüte. Die ist auch schon am Platzen. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal mit den Produkten, damit das Video nicht so ewig lang wird. Und ja, ich stelle mir die Tüte jetzt einfach mal hier auf den Schoß und wir beginnen mit dem ersten Produkt. Und zwar habe ich einmal leer gemacht von Balea Young die Reinigungstücher in der Variante Light Blue. Das war eine limitierte Edition von DM. Die kamen in so einer Doppelpackung mit einer Box, also wo ihr die dann einfach reinpacken konntet, damit sie nicht austrocknen. Und ja, die gefallen mir sehr, sehr gut. Die haben wirklich einen ganz, ganz tollen, angenehmen Duft, sind auch ja, feucht genug, um das Make-up gut entfernen zu können. Und ich nehme die halt einfach gerne für zwischendurch. Habe ich euch ja im letzten Aufgebraucht-Video auch schon erzählt. Und schade, dass sie eine Limited Edition waren. Sonst würde ich sie natürlich gerne wieder nachkaufen. Ja, dann habe ich natürlich wieder aufgebraucht Kosmetiktücher. Diesmal von Coquette. Das sind die von Aldi. Die habe ich mir einfach mal mitgenommen, als ich welche gebraucht hatte. Die nehme ich ja auch immer sehr, sehr gerne, um Masken einfach abzunehmen, bevor ich sie dann abwasche. Und ja, die waren auf jeden Fall nicht schlecht. So, dann habe ich aufgebraucht ein Haarspray und zwar von Styles. Das Goldene in der Hold and Flex Variante, das kennt ihr auch schon von mir, hat einen extra starken Halt und das habe ich immer benutzt, als ich noch den Pony hatte, um den Pony zu fixieren und ich hatte das jetzt einfach hier noch über und habe das mal leer gemacht für Hochsteckfrisuren und kann euch das auch wirklich empfehlen, da das auch echt einen tollen Halt hat und ich konnte mich immer darauf verlassen. Ja, dann habe ich aufgebraucht Wattepads und zwar diesmal welche von der Norma. Die sind von der Marke Downer Soft und die kann ich euch sehr empfehlen. Die sind nämlich am Rand so schön gepresst und fallen deswegen nicht auseinander. Also ich hatte ja immer davor die von Aldi, die ich sehr, sehr gemocht habe. Aber die neue Textur gefällt mir leider gar nicht. Die fusseln total und fallen auseinander, wenn ich mich damit abschminke. Besonders bei Mascara ist es immer sehr blöd. Und ja, die von der Norma kann ich euch wirklich empfehlen. Da kostet so ein Pack mit 120 Wattepads 75 Cent. Und ja, die würde ich mir auch wieder kaufen. So, dann ist mein geliebtes Micellenwasser von Caudalie leider leer gegangen. Das war das Micellenreinigungswasser mit Kamille und ja, Weintraubenwasser. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das war wirklich ganz toll. Ich habe das immer nach dem Abschminken benutzt, um wirklich noch die allerletzten Reste vom Make-up, die so in den Poren hängen oder so, zu entfernen. Ich bin dann damit einfach mit einem Wattepad übers Gesicht gegangen. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich konnte damit auch über die Augen. Das war gar kein Problem. Hat nicht gebrannt oder so. Und ja, ich stehe ja total auf diese Micellenwasserlösungen. Ich habe momentan eine von L'Oreal in Verwendung. Finde ich auch nicht schlecht, aber das von Caudalie hat mir einfach besser gefallen. Hat auch wirklich einen ganz, ganz tollen Duft und ja, kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr das auch gerne benutzt. Ja, dann habe ich leer gemacht eine Spülung und zwar von Garnier Fructis, die Pura Glanzspülung ohne Silikone für gesundes, glänzendes Haar. Und die hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal da. Das ist eine ganz, ganz tolle Spülung, die die Haare sehr schön pflegt, aber eben nicht beschwert. Und ja, kann ich euch auch sehr empfehlen. Die Fructis Spülungen haben einen ganz, ganz tollen Duft und ich bin sehr froh, dass die auch silikonfreie Produkte verkaufen mittlerweile. Und ja, sehr, sehr schönes Produkt auf jeden Fall. Ja, dann sind natürlich mal wieder leer gegangen Wattestäbchen. Diesmal diese Packung hier von Ebelin mit 200 Stück. Ja, ich bin nicht so der Fan von den Ebelin Wattestäbchen, habe ich euch auch schon tausendmal gesagt. Aber ja, zu DM komme ich einfach am häufigsten und nehme da meistens die Wattestäbchen mit. Und ja, eigentlich ist es auch total egal. Es sind ja auch nur Wattestäbchen und ja, ich mag aber andere lieber. So, dann ist eine Handcreme leer geworden und zwar von Handzahn mit 33% gratis und das ist eine parfümfreie Handcreme, die für sensible Hände gut geeignet ist. Sie zieht relativ schnell ein und ist super schön reichhaltig. Ich habe davon jetzt noch eine Packung da, die aber auch schon halb aufgebraucht ist und ja, die ist auch sehr günstig, kostet um die 1,35 oder so und kann ich euch wirklich empfehlen. Die gibt es bei Rossmann, ich glaube auch bei DM. Also ihr findet die überall und ja, das sieht
Parfumfrei. Das hat mir natürlich sehr gut gefallen. Auch für empfindliche Hände sehr gut geeignet. Auch wenn ich ein bisschen Neurodermitis-Flecken oder so an der Hand hatte, konnte ich das immer gut nehmen. Und ja, war auf jeden Fall eine sehr schöne pflegende Handcreme. Ja, dann ist leer gegangen von Balea die Cremeseife in der Duftrichtung Blaubeere. Ja, ich habe die Limited Edition ja sehr geliebt, wie ihr wisst. Ich habe euch da sehr, sehr viele Packungen von schon in die Kamera gehalten, die ich aufgebraucht habe. Ich habe das sogar hier noch mit Wasser ausgespürt, um das benutzen zu können. Und ja, ich habe davon jetzt auch noch zwei Backups. Die werde ich allerdings so für den Frühling oder Sommer aufheben, weil da der Duft einfach besser passt und ich jetzt aktuell von Isana die Schneegestöber Winterseife benutze. Leute, ihr werdet schon sehen, das ist sehr, sehr viel diesen Monat. Naja, dann habe ich noch aufgebraucht von Opalescence meine Bleaching-Zahnpasta. Das ist die Whitening Toothpaste. Die habe ich mir direkt nach dem Bleaching beim Zahnarzt bestellt gehabt von dieser Marke. Also von Opalescence waren auch die Produkte, die mein Zahnarzt für meine Zähne verwendet hatte. Die Zahncreme liegt bei ca. 9-10 €. War sehr, sehr teuer, hat auch wirklich einen total ekelhaften Geschmack. Und ja, ich habe die anfangs wirklich jeden Tag verwendet nach dem Bleaching. Und jetzt habe ich noch eine zweite Tube davon, die ich so circa 2-3 Mal die Woche verwende, weil sie die Zähne nicht so schön pflegt, wie ich finde. Aber einfach um den weißen Effekt so ein bisschen zu erhalten, benutze ich sie, wie gesagt, jetzt noch so 2-3 Mal die Woche. Ja, und so nachkaufen weiß ich nicht. Also ich werde meine jetzt auf jeden Fall noch aufbrauchen. Dann schaue ich mich vielleicht mal nach einer neuen Creme für Zahncreme für gebleachte Zähne um. Ja, so viel dazu. Dann habe ich aufgebraucht eine Mundspülung von Dontodent in der Intensive Clean Variante mit Zitrone-Minze-Aroma. Und die habe ich euch schon mal empfohlen, die finde ich sehr, sehr gut. Die hat wirklich einen tollen, angenehmen Geschmack, der wirklich sehr, sehr frisch im Mund auch ist und auch ein bisschen länger frisch bleibt. Und ja, war leider eine Limited Edition von DM. Ich weiß nicht, ob es davon noch welche gibt. Also mein DM hat die auf jeden Fall noch. Ich würde sie auch wieder nachkaufen, ist für 1,15 € wirklich eine gute Mundspülung. Ja, dann habe ich noch eine Haarspülung leer gemacht und zwar von Schauma die Fresh It Up Spülung. Die mag ich auch sehr gerne. Die ist für schnell fettenden Ansatz und trockene Haarspitzen. Dazu gibt es auch ein passendes Shampoo, das ich ebenfalls aufgebraucht habe. Und ja, so sehen die aus. Sind mit Passionsfruchtduft und ohne Silikone natürlich beide, was ich auch sehr, sehr gut finde. Und kann ich euch weiterempfehlen, liegen bei ca. 1,80 € pro Stück und sind auf jeden Fall sehr schöne Produkte. Damit, mit dem Shampoo, haben meine Haare das wirklich gut durchgehalten, sie 2-3 Tage nicht zu waschen. Sie waren wirklich immer sehr schön frisch am Ansatz und auch die Spülung war sehr schön pflegend. Und ja, kann ich wie gesagt bloß weiterempfehlen. Ja, dann ist endlich noch ein Haarspray leer geworden, das ich schon seit Ewigkeiten habe. Und zwar ist es von L'Oreal aus der Elnette-Reihe, das Haarspray für normalen Halt. Und das habe ich mir mal gekauft. Ich weiß nicht warum, weil ich eigentlich so leichte Haarsprays nicht so gern benutze. Das war auf jeden Fall aus so einer Collection, aus so einer Art Collection. Ja, das so ein besonderes Design hatte und ja, hat mich irgendwie angesprochen damals. Wie gesagt, ich habe das jetzt schon ewig, ich glaube seit 2,5-3 Jahren oder so bei mir rumstehen gehabt und ich habe das jetzt auch einfach immer genommen, wenn ich einen Zopf hatte oder so, einfach um die kleinen Härchen, die da noch so rumfliegen, einfach zu fixieren. Ja, normaler Halt, wie gesagt, das hat nicht besonders stark gehalten, aber es war okay so für zwischendurch und das Ding ist jetzt halt endlich mal leer. Ja, würde ich in dieser Variante nicht kaufen. Ja, dann habe ich leer gemacht von Rituals ein Scrub und zwar das Rice Scrub mit Organic Rice Milch und Cherry Blossom. Hat einen wirklich sehr, sehr tollen Duft. Das ist eine meiner Lieblingsreihen von Rituals. Ich liebe ja auch noch die Reihe, aus der das Yogi Flow Duschgel ist und die finde ich auch ganz, ganz toll vom Duft her. Das Peeling war okay, ist so ein Duschpeeling. Es waren, ja, sage ich mal, genügend Körnchen enthalten, um den Körper wirklich gut zu peelen. Es gibt aber bessere, vor allem die Peelings in diesen Pötten da, finde ich viel, viel besser von Rituals und würde dann eventuell das nächste Mal so ein Peeling im Pott einfach nachkaufen. Das habe ich mal zum Sonderpreis gekauft, ich glaube für 8 €. Und ja, ich wollte es einfach mal testen. Also der Duft ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gewesen. Der Peeling-Effekt war auch okay, aber es gibt, wie gesagt, besseres.
Ja, dann ist noch eine Packung von den Balea Soft & Care Reinigungstüchern leer geworden. Allerdings habe ich eine Packung von denen momentan in der Box. Also ich habe nicht beide Packungen in 2 Monaten aufgebraucht, sondern nur eine. Und eine ist jetzt aktuell in der Box, die da mit bei war. Ja, damit die einfach nicht austrocknen, habe ich das so im Bad stehen. Und ja, das ist wie gesagt dann so die ungefüllte Packung. Ja, dann habe ich natürlich ein Deo leer gemacht und zwar von CD das Deo Spray in der Duftrichtung Wasserlilie. Das ist ohne Mineralöle, ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Farbstoffe und ohne tierische Inhaltsstoffe. Und ja, das gefällt mir vom Duft auch sehr, sehr gut. Was ich schade finde, ist, dass da Alkohol enthalten ist. Ich habe das gar nicht so genau durchgelesen. Ich dachte im Laden irgendwie, dass CD auch kein Alkohol mit drin hat. Aber ja, man konnte das halt eben direkt nach dem Rasieren nicht benutzen. Das hat höllisch gebrannt. Aber so für zwischendurch war das sehr, sehr gut. Es hat auch keine weißen Rückstände hinterlassen, was ich auch immer super wichtig finde, weil ich gerne schwarze Kleidung trage und das dann immer sehr, sehr blöd aussieht. Und ja, ich habe das auch wieder nachgekauft, weil mir der Duft einfach gut gefallen hat und es sehr zuverlässig war. Und kann ich euch auch empfehlen. Ja, dann habe ich noch eine Mundspülung aufgebraucht. Wie gesagt, das Video ist jetzt für 2 Monate und ja, jeden Monat eine Mundspülung ist normal bei mir. Und das war nochmal die gleiche, die ich euch eben schon gezeigt habe. Dann ist natürlich auch wieder eine Bodylotion leer geworden und zwar diesmal von Frei, eine für trockene Haut. Das ist eine Intensivkörperlotion mit 10% Urea. Die hatte ich mal in irgendeiner Box dabei. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Ich fand sie sehr gut. Es war wirklich eine sehr, sehr reichhaltige Creme ohne Duftstoffe, auch was mir sehr gut gefällt. Also parfümfrei, das heißt, ich kann da noch schön mein eigenes Bodyspray drüber geben und habe dann den Duft, den ich möchte. Und ja, es ja, hat sehr, sehr lange gedauert, bis sie eingezogen ist, aber das ist halt, wie gesagt, sehr schön reichhaltig gewesen. Vor allem jetzt so für die kalten Tage war das sehr, sehr schön und ja, ich habe das gerne für meine Arme und Beine benutzt. Und würde ich eventuell auch wieder nachkaufen, wenn ich nicht noch 1000 andere Bodylotions hier hätte. Ja, dann ist noch ein Shampoo leer gegangen und zwar von Schauma, das Cotton Fresh Shampoo. Das kennt ihr auch schon von mir, habe ich euch schon mehrere Male gezeigt und immer wieder empfohlen. Das benutze ich momentan einfach gern abwechselnd mit diesem hier. Die sind von der Wirkung für mich beide gleich. Da gefällt mir der Duft ehrlich gesagt besser, aber ja, dem Cotton Fresh möchte ich trotzdem irgendwie treu bleiben, da das so mein Lieblingsshampoo eigentlich ist. Und ja, kann ich euch immer noch sehr, sehr empfehlen. Dann habe ich noch ein Deo aufgebraucht und zwar von Fah, das Natural and Pure Deo mit der Duftrichtung Rosenblüte. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Vom Duft her war total schön angenehm und ja, würde ich auch immer wieder nachkaufen. Also wirklich ein sehr schön frischer Duft, der auch den ganzen Tag bleibt und auch langanhaltend schützt. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, dann habe ich noch aufgebraucht ein Badezusatz und zwar von Etetisep, das indische Ayurveda Bad. Und das hatte ich mal in meiner Pinkbox mit drin. Da gab es ja mal so eine Zeit, wo irgendwie jeden Monat so ein Badezusatz mit drin war. Und ja, ich habe jetzt noch das Kakaobad davon da und dann sind die ganzen mal aufgebraucht. Und ja, das gefällt mir auch sehr gut. Die Badezusätze von Tetisep sind sehr schön reichhaltig und haben wirklich einen ganz, ganz tollen Duft. Da sind viele tolle Öle mit drin und ja, es ist einfach ein schönes Schaumbad. Also mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Ja, der Duft war wirklich total schön frisch und angenehm und ja, würde ich mir auch wieder nachkaufen, wenn ich meine ganzen Badezusätze mal aufgebraucht habe. Es war wirklich ein sehr, sehr schönes Bad. Ja, dann habe ich den Monat noch eine Haarkur leer gemacht und zwar von Lavera, die Mango-Haarkur für koloriertes Haar. Und ja, ich habe meine Haare vor kurzem wieder nachgefärbt und auch die Spitzen geschnitten bzw. schneiden lassen. Und ja, da hatte ich einfach Lust auf so eine Haarkur für speziell ja koloriertes Haar einfach. Die hatte ich noch bei mir rumfliegen und ja, habe ich aufgebraucht. Also war mit Mangoduft. Der Duft hat mir leider nicht so gut gefallen. Ich hatte die schon mal da, wenn ich mich jetzt nicht falsch irgendwie erinnere. Da hatte ich irgendwie, also mir ist das so in Erinnerung geblieben, dass ich den Duft sehr gut fand. Als ich das aber diesmal benutzt habe, konnte ich den irgendwie gar nicht riechen und ja, es war schon irgendwie eine Qual für mich, das 10-15 Minuten in den Haaren einwirken zu lassen. Aber ja, die Haare haben sich danach auf jeden Fall sehr gut angefühlt, aber wegen dem Duft würde ich es halt einfach nicht mehr kaufen.
So, dann habe ich noch zwei Packungen Wattepads aufgebraucht. Und das waren jetzt leider auch schon die letzten von La Cura Body, also vom Aldi, die noch in dem alten Design waren. Also in dieser Ausführung habe ich sie wirklich sehr, sehr geliebt. Und ja, das waren so meine letzten Backups, die ich davon hatte. Und ja, ich finde es sehr schade, wie gesagt, dass Aldi einfach die Textur geändert hat. Und so hätte ich sie halt immer wieder nachgekauft. Das waren 200 Wattepads für, ich glaube, 1,20, also sehr günstig und sehr gut. Aber wie gesagt, die neue Textur ist einfach nichts für mich. Ja, dann ist natürlich wieder leer gegangen ein Augen-Make-up-Entferner, und zwar von Rival de Loop, der Clean and Care Augen-Make-up-Entferner mit Öl. Den habe ich euch auch schon ein paar Mal empfohlen, finde ich ganz, ganz klasse. Der hat meinen wirklich sehr heiß geliebten Maybelline Augen-Make-up-Entferner abgelöst, den ich ja davor jahrelang benutzt habe, und der kostet im Angebot 99 Cent. Da ja, tue ich immer ein paar Backups gleich bei mir bunkern, und ja, kann ich euch auch sehr empfehlen. Ja, dann habe ich noch eine Handcreme leer gemacht, und zwar von Camille, die Hand- und Nagelcreme Express. Die hatte ich mal in der Glossy Box Young mit drin, das war noch als ich in Stuttgart war, und seitdem habe ich die immer benutzt. Die hatte ich ja auch in meiner Handtasche ewig lang rumfliegen, weil das eine Handcreme ist, die super schnell einzieht. Ja, der Duft war angenehm, hat sehr, sehr schön gerochen, ist wie gesagt sehr schnell eingezogen. Nachkaufen würde ich es aber nicht, das war jetzt keine besondere Pflege, also meine Hände waren danach vielleicht eine halbe Stunde schön weich und dann waren sie wieder trocken. Also das war wie gesagt keine besondere Pflege, war für zwischendurch aber wirklich okay. Ja, dann habe ich ein kleines Duschgel leer gemacht, und zwar von Caudalie, das Fleur de Vigne Duschgel. Da waren 30 Milliliter mit drin, und das war ein seifenfreies Duschgel. Das hat auch wirklich einen ganz, ganz tollen Duft. Die grüne Reihe von Caudalie mag ich ja sowieso sehr gerne vom Duft her. Riecht genauso wie das Micellenwasser, finde ich, und wie mein Reinigungsschaum, den ich auch von dieser grünen Reihe habe. Und ja, war für sensible Haut. Ich habe das sehr gut vertragen, und ja, würde ich mir eventuell auch wieder nachkaufen. Ja, dann habe ich eine Badekugel von Lush aufgebraucht, und zwar war das eine, die ich mir schon im letzten Winter gekauft habe, und zwar nach Weihnachten in diesem Christmas Sale. Und ich habe das so lange aufbewahrt, weil ich irgendwie Schiss hatte, das zu benutzen, weil ich den Duft so geil fand und nicht wollte, dass ich diese Kugel nicht mehr habe. Und zwar war das von Lush, wie gesagt, Candy Mountain, und ja, das hat so richtig, richtig geil gerochen. Sogar die Tüte riecht noch danach, also so richtig schön nach Süßigkeiten, wie der Name schon sagt. Und ja, dieses Jahr ist es wieder in der Weihnachtskollektion dabei, da werde ich wieder bunkern, vor allem danach Weihnachten im Sale. Und ja, kann ich euch wirklich empfehlen, das ist ein sehr schönes, reichhaltiges Bad gewesen. Hat mega viel Schaum gemacht, also ich konnte dieses den Badezusatz sogar in zwei Teile teilen und konnte zweimal damit baden. Und wie gesagt, es war einfach ein Schaumwerk in meiner Wanne, und es hat sehr, sehr schön gepflegt. Meine Haut war danach babyweich und hat mir super gut gefallen, und wie gesagt, es wird auch wieder nachgekauft auf jeden Fall. Ja, dann habe ich noch eine kleine Bodylotion leer gemacht. Und zwar so ein Prüppchen mit 29 Milliliter von Cetaphil. Davon habe ich jetzt ein paar Prüppchen. Die hat mir meine Mutter aus der Arbeit gebracht, um sie mal ausprobieren zu können. Das ist nämlich für sehr trockene und juckende Haut und ist auch unterstützend bei Neurodermitis. Und ja, ich habe das sehr, sehr gut vertragen. Ist eher eine leichtere Lotion, also nicht so mega dick wie zum Beispiel die von Frei, die ich euch schon gezeigt habe. Und ja, hat mir trotzdem sehr gut gefallen, war sehr schön pflegend, und ja, könnte ich mir auch vorstellen, das wieder mal nachzukaufen, vor allem jetzt so für den Winter, wenn meine Haut sowieso sehr, sehr beansprucht ist. Und ja, ich habe auch noch ein paar andere Produkte der Marke, die ich noch teste, und ja, bin aber jetzt, wie gesagt, sehr begeistert. Ja, dann ist bei mir eine Mascara leer geworden, und zwar von Essence die Isle of Extreme Crazy Volume Mascara. Die habe ich jetzt seit den kompletten Monat und den Monat zuvor jeden Tag getragen, um sie mal aufzubrauchen. Die war nämlich schon leicht trocken, und ja, es wurde einfach mal Zeit, sie zu benutzen. Jetzt ist sie komplett leer, und ich fand sie wirklich gut. Das ist die mit dieser Gummibürste hier. Und ja, würde ich mir eventuell auch wieder nachkaufen, wenn ich meine ganzen Vorräte mal aufgebraucht habe. Und ja, war wirklich eine gute, günstige Mascara, liegt ungefähr bei 3 Euro, und da kann man nichts falsch machen mit der. Die hat mir auch ehrlich gesagt besser gefallen als die ganz normale Isle of Extreme in der schwarzen Variante, weil die nicht so gebröckelt hat. Also wenn ich die schwarze benutze, habe ich hier ganz oft so Fallouts unter dem Auge und so kleine Bröckelchen von der Mascara, und das war halt bei der nicht der Fall, deswegen finde ich diese hier besser.
Ja, dann habe ich noch Wimpern aufgebraucht bzw. aussortiert, die nicht mehr schön waren. Und zwar waren das von Rivaldi Lubiang, die Wimpern im Party-Look. Und ja, die sind schon total verklebt, weil ich damals die Wimpern immer noch mit Mascara getuscht habe nach dem Aufkleben. Und ja, sie gefallen mir einfach nicht mehr. Sie waren aber sehr, sehr gut. Auch der beiliegende Kleber ist nicht schlecht, hat wirklich immer gut gehalten. Und ja, kann ich euch auch sehr empfehlen, so als Drogerie-Wimpern. Die liegen so bei ca. 2,50 mit Kleber. Und ja, waren eigentlich immer sehr, sehr hübsch. Ja, dann habe ich noch aufgebraucht ein Handdesinfektionsgel von Catherine. Und ja, das habe ich auch immer in meiner Handtasche rumfliegen gehabt. Ich habe auch aktuell wieder eins in der Handtasche. Ich finde das sehr, sehr wichtig, wenn man unterwegs ist, vor allem wenn man unterwegs was essen möchte, sich einfach nochmal kurz vor dem Essen so die Hände damit desinfizieren. Dann hat man einfach ein besseres Gefühl. Und ja, ich finde das sehr, sehr wichtig, einfach auch die Hände immer zu pflegen und hygienisch zu halten. Vor allem jetzt auch in der Erkältungszeit. Und ja, auf sowas kann man sich immer verlassen. Ich brauche das immer bei mir und bin da so ein bisschen so ein Hygienefreak. Ja, dann habe ich noch eine Haarmaske leer gemacht und zwar von Alverde die Repair Haarmaske mit Traube und Avocado für strapaziertes und brüchiges Haar. Die habe ich auch schon Ewigkeiten bei mir rumfliegen gehabt. Das war noch ganz zum Anfang, wo ich angefangen habe, silikonfreie Produkte zu verwenden. Das ist nämlich auch ohne Silikone und ja, war ganz okay. Also ich finde die Haarkuren von Alverde besser. Da hatte ich so eine mit Aprikose schon ein paar Mal da und ja, ich fand die Haarkuren waren irgendwie reichhaltiger als diese Haarmaske hier. Es war okay, ich habe das einfach so wie eine Spülung benutzt. Also wie gesagt, ich fand das jetzt nicht so super schön reichhaltig und pflegend. Deswegen würde ich es mir auch nicht mehr nachkaufen. Es war aber jetzt auch nicht so mega schlecht. Ja, dann habe ich von Lirac vom Luminescence Serum noch so zwei kleine 2 ml Pröbchen leer gemacht. Nachdem ich die dann aufgebraucht hatte, habe ich mir auch die Originalgröße davon bestellt. Habe ich euch auf Instagram schon gezeigt. Die habe ich mir im Angebot bestellt für 28 Euro. Normal liegt die ja immer so bei 50, 60 Euro und ich konnte die halt auf Amazon günstig ergattern. Und ja, ich war sehr begeistert von den Pröbchen. Meine Haut hat sich schon nach den 2 Proben irgendwie besser angefühlt. Und ich habe auch das Gefühl, dass meine Rötungen zurückgegangen sind und ich bin mit so 2 ml Probe fast eine Woche hingekommen und ja, jetzt habe ich die Originalgröße mit 30 ml, das heißt, sie reicht mir hoffentlich ewig und ja, da kommt auf jeden Fall noch eine Review dazu, wenn ich ja, die große Größe länger benutzt habe, aber so kann ich das wirklich schon mal sehr empfehlen. Ja, dann habe ich noch eine kleine Größe leer gemacht von einer Gesichtscreme und zwar von Nimue. Keine Ahnung, also ich kann das nicht aussprechen. Das hatte ich auch mal in der Pinkbox oder so mit dabei und das war ganz okay. Das ist auch eine schöne reichhaltige Gesichtscreme gewesen. Aber ich denke, die war relativ teuer, deswegen würde ich sie nicht nachkaufen. Aber so zum Testen war es okay. Waren auch 15 ml, also eine große Größe eigentlich als ja, Testpröbchen. Ja, dann ist noch eine Zahnpasta leer geworden und zwar eine von Meridol. Die habe ich zusammen mit meinem Freund benutzt und das war auch einfach nur so ein Pröbchen aus der Apotheke. Ich mag den Geschmack von Meridol leider nicht so gerne. Ich wollte das jetzt einfach mal als Zahnpasta ausprobieren. Ich hatte ja schon mal die Mundspülung da und die Zahnpasta hat mir genauso wenig gefallen. Deswegen würde ich das nicht mehr nachkaufen. Ja, dann ist mein geliebtes Divine Oil von Caudalie leer gegangen. Das war schon im Oktober noch. Ich habe euch ja das auch in meinen Favoriten gezeigt. Und ja, kann ich euch immer noch sehr, sehr empfehlen. Ich bin momentan dabei, die 50 ml Original Größe leer zu machen. Das war ja nur so eine 30 ml Probegröße. Und ja, ich liebe den Duft und es ist wirklich so eine ganz tolle, angenehme, entspannende Pflege. Also immer wenn ich das benutze, dann ja, fühle ich mich einfach so richtig schön angenehm, frisch und es hat einfach einen sehr, sehr schönen Duft. Das benutzt man immer ja, nach dem Baden oder nach dem Duschen noch auf der etwas angefeuchteten Haut. Und das ist ein Trockenöl, das zieht sehr schön schnell ein, vor allem wenn ihr das noch auf angefeuchteter Haut benutzt. Und ja, habe ich euch ja wie gesagt auch schon im Oktober-Favoriten-Video empfohlen. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen für weitere Informationen. Und ich kann es immer noch sehr empfehlen. Ja, dann ist mal wieder Zahnseide leer geworden. Und zwar von Sensident, das Zahnband in Brillant Weiß. Das war von Müller und ich kann euch leider nicht sagen, wie viel da drauf war. Ich denke aber, das war nicht so viel wie zum Beispiel bei DM. Da habe ich ja immer 100 Meter auf so einer Packung und das hat mir leider nicht so lang gereicht. Ist aber auch nicht so schlimm, weil ich das nicht so toll fand. Das war einfach viel zu sanft und hat meiner Meinung nach auch nicht so gut gereinigt. Deswegen habe ich mir das von DM wieder nachgekauft.
Ja, dann ist noch ein Deo leer gegangen und zwar ein Roll-on-Deo von CD. Das ist mit Urea und ist ohne Alkohol. Das habe ich immer sehr, sehr gerne nach dem Rasieren verwendet. Es war sehr schön angenehm, hat auch einen sehr, sehr tollen Duft. Ich mag CD sehr gerne, vor allem bei den Deos finde ich die Marke toll und ja, würde ich mir eventuell auch wieder nachkaufen. So, jetzt kommen wir zu den ganzen Masken, die ich aufgebraucht habe. Und es waren natürlich sehr, sehr viele für 2 Monate. Ihr wisst das ja, ich habe normal immer so 10 Stück oder so mindestens für einen Monat. Und da das jetzt auch 2 Monate waren, sind es viele Masken geworden. Ich sammle die mal alle schnell aus meiner Tüte. Ja. Fangen wir einfach mal an mit der kleinsten Maske und zwar ist das von Coralie hier so ein Prüppchen gewesen für trockene Haut. Das ist die Venusaur Moisturizing Cream Mask. Da waren 4 Milliliter mit drin, hat für eine Behandlung gereicht und war sehr schön reichhaltig und ganz, ganz toll pflegend, kann ich auch empfehlen. Ja, und das waren jetzt die ganzen anderen Masken. Da habe ich jetzt natürlich wieder ein Dutzend Erdbeermasken und zwar sind das genau, einen Moment. Wir können es mal schnell zählen. Ja, 9-mal die Erdbeermaske. Dann habe ich hier einmal so eine beruhigende Maske leer gemacht. Von Schabens natürlich sind die alle. Dann einmal die Cleopatra-Maske und dann hatte ich hier noch eine von Rival de Loop. Das war eine für fettarme Haut, die hatte ich noch vom letzten Winter übrig und habe sie mal aufgebraucht. Und dann habe ich noch von Dr. Scheller so ein Granatapfel-Gesichtspeeling leer gemacht, das ich mal in der Glossy Box Young hatte. Und ja, das waren alle Masken, die ich benutzt habe. Es waren relativ wenig für die 2 Monate, weil ich ja, wie ich euch in meinem Monatsfavoritenvideo schon erzählt habe, auch in dem Monat sehr, sehr gerne von Caudalie die Cream Mask einfach verwendet habe, anstelle von den ganzen Schabensmasken, die ich ja sonst immer nehme. Aber es waren trotzdem viele. Ja, dann habe ich noch ein paar Pröbchen von der Bodylotion leer gemacht und zwar von Imlan. Von der Creme Plus, die ist auch aus der Apotheke. 2-mal die Creme Plus und 1-mal die Lotion Plus. Sind auch sehr schön reichhaltige Produkte, die auch toll bei Neurodermitis sind und die haben mir auch sehr gut gefallen. Ja, dann habe ich noch eine kleine Handcremeprobe leer gemacht und zwar von Wuta Kamille. Die hatte ich auch mal irgendwo mit bei und fand sie sehr gut und auch sehr reichhaltig. Dann ist eine Foundation leer gegangen und zwar die Ultimate Moisture Foundation von Catrice in der Farbnuance Light Beige. Ja, die habe ich ja im Sommer sehr gerne benutzt. Die war mir aktuell zu dunkel, da war aber auch nicht mehr viel drin. Also ich glaube, ich konnte die noch 3-mal benutzen oder so. Ich habe das dann einfach immer mit so einer Foundation Creme von Barry M benutzt, die ist weiß und damit konnte man die Foundation gut anmischen und auch eben heller machen, dann hat sie mir auch gepasst und ich konnte das halt einfach aufbrauchen. Es ist ja auch nur 12 Monate haltbar und ich wollte das jetzt nicht bis zum nächsten Sommer rumgammeln lassen und habe das dann eben wie gesagt noch so leer gemacht. Ja, dann ist noch leer geworden von Sebamed, beziehungsweise sind noch leer geworden 2 so kleine Pflegegele für unreine Haut. Ich hatte ja auch in den letzten Monaten ab und zu mal mit Pickelchen zu kämpfen. Ich glaube, das kann man aufs ganze Gesicht auftragen, habe ich aber nicht gemacht, weil ich ja normal sehr trockene Haut habe. Ich habe das dann einfach immer nur auf die unreinen Stellen gegeben, wo ich halt eben mal akut einen kleinen Pickel hatte, habe ich das aufgetragen. Und ja, es hat ein bisschen gebrannt. Ich hatte auch das Gefühl, dass es irgendwie geholfen hat. Aber nachkaufen würde ich das nicht mehr. Kommen wir auch schon zum vorletzten Produkt, das ich leer gemacht habe. Und zwar ist das von Essence aus der Nail Art Reihe. Und das sind die Express Dry Drops, die den Nagellack schneller trocknen lassen sollen. Und ja, das habe ich mir jetzt schon häufiger nachgekauft. Finde ich ganz, ganz klasse. Und ich habe auch das Gefühl, dass es wirkt. Also immer, wenn ich das auf meinen Nagellack gegeben habe, sind die Nägel wirklich schnell getrocknet. Also ich hatte damit keine Probleme. Man braucht auch nur ein Tröpfchen pro Nagel. Und ja, fand ich ganz, ganz klasse. Wie gesagt, ich habe das schon häufig nachgekauft und habe das jetzt auch natürlich wieder bei mir in Benutzung. Und ja, schaut euch das auf jeden Fall mal an, wenn ihr auch gerne Nagellack benutzt und vor allem auch immer häufig wechselt. Da ist es nämlich immer sehr nervig, wenn man da stundenlang warten muss, bis der Lack trocknet, finde ich. Und zwar ist das von Essence so ein kleiner Lip Liner hier in der Farbe Cute Pink 07. Und den habe ich natürlich auch wieder nachgekauft. Den finde ich ganz toll. Der passt so sehr, sehr viel meiner Lippenstifte. Kostet auch nur 95 Cent. Und ja, der war einfach schon zu klein, um mit dem gescheit arbeiten zu können. Deswegen habe ich den, wie gesagt, bereits nachgekauft.
Ja, ihr Lieben, das war's jetzt auch schon. Das war mein XXL aufgebraucht Video für den Oktober und für den November. Ich hoffe natürlich sehr, das Video hat euch gefallen und die kleinen Reviews waren wieder hilfreich für euch. Und ja, ich freue mich jetzt schon sehr, den ganzen Müll endlich entsorgen zu können. Ich habe ja wirklich die zwei letzten Monate gehortet wie so ein Messi. Und ja, jetzt entsorge ich das auf jeden Fall endlich alles. Und wie gesagt, ich hoffe sehr, mein Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!